Lilo, heute mal ein Video, das etwas länger dauert, mit Absicht, damit ihr das Endergebnis meiner kleinen Musikoperation auch hören könnt. Es ist 20:01 Uhr, ich denke mal, ich mache jetzt ein 9-Minuten-Video. Warum das 9 Minuten lang ist und warum ihr ständig im Hintergrund so komische Musik hört, liegt an der Natur dieses Videos. Also ich denke, ja, knapp 9 Minuten. Also 20:10 Uhr müsste ich so aufhören. Warum? Gut. Auf YouTube gibt es ein YouTube Audio Library. Da gibt es momentan so Weihnachtslieder und da es im Moment nicht wirklich Weihnachten ist, ne, habe ich mir gedacht, die Auswahl der Musik ist eher begrenzt. Und die Lieder sind eher kurz. Ja, die sind eher kurz. Ich bräuchte eigentlich ein Lied, das lang ist und nicht über Weihnachten handelt. Ja. Und das, was ihr im Hintergrund hört, ist das Endergebnis. Normalerweise, wenn ihr das hier abspielt, Dex the Vocals, hört ihr ein Weihnachtslied, so tralalalalala. Ja, tralalala. Also ihr müsst mich noch knapp 8 Minuten aushalten, ne? Wenn ihr aus einem Tralala-Lied, ne, das nur 2 Minuten lang ist, ein eher gedehntes, ja, so ein bisschen tranciges, ja, chilliges Hintergrundlied haben wollt für eure YouTube-Videos, dann folgt eine Anleitung. Also Dex the Vocals habe ich runtergeladen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Audacity. Wir verändern dieses Video. Also wie gesagt, im Hintergrund hört ihr immer noch das Endergebnis. Ich zeige aber, wie man da hinkommt, wie ihr das selber nachvollziehen könnt. Öffnen. Dex the Vocals. Vocals müsst ihr euch runterladen. Öffnen. Ich mache jetzt extra langsam, damit das Video mindestens 9 Minuten geht. Damit ihr das Endergebnis hören könnt, ja. Mach ich mit Absicht, ne? Das habe ich jetzt als Hintergrundmusik hier mal hinter. Also das ist jetzt wirklich das Endergebnis von dem, was ich jetzt gerade mache. Mache ich im Nachhinein, wenn ich mit dem Video fertig bin, lege ich das Endergebnis hinter dieses Video. Das ist das, was ihr gerade hört und deshalb muss ich jetzt ein bisschen langsam. Gut, als erstes kappen wir mal Anfang und Ende. Könnt ihr bearbeiten, Audio, Textmarker entfernen, löschen. Oder einfach die Entfernen-Taste drücken. Ne? Da sind so kleine End- und Startbereiche, wo nichts ist. Bearbeiten. Audio der Textmarke entfernen. Löschen. So gelöscht. Nun, das ist immer noch das Tralala-Lied. Jetzt nur ohne langen Start und Ende, ohne was. Ne? Jetzt kommt der entscheidende Effekt. Effekt. So, jetzt gibt es mehrere Plugins. Ne? Jetzt entferne ich mit dem Vocal Remover erstmal die Vocals und lasse das auf den Standardeinstellungen. Sag, okay. Also ihr müsst mich immer noch 6 Minuten ertragen, knapp. Ne? 20:10 Uhr werde ich dann mal stoppen dieses Video. Solange hört ihr immer noch das Endergebnis. Ne? Gut. Als nächsten Effekt. Und jetzt kommt Paul. Stretch, ne? Paul macht Stretch. Gut, das Ding ist knapp 2 Minuten lang. Paul stretch das Ding auf den Faktor 10. Der Ton wird 10-mal so lange. Statt 2 Minuten haben wir 20 Minuten dann zur Verfügung. Das ist das eine, was ich will. Ne? Also das Gesingse haben wir schon weitestgehend entfernt. Ja, das Gesingse mit dem Vocal Remover weitestgehend entfernt. Mit Paul Stretch dehne ich das jetzt auf 20 Minuten. Dadurch klingt das komplett anders. Ihr könnt natürlich noch andere Effekte unterlegen, wie zum Beispiel Wawa. Kommt drauf an, wie ihr es gerne hättet. Das dauert jetzt hier ein bisschen. Ich lasse jetzt mal meinen Mund geschlossen und lasse euch das Endergebnis weiter hören. Paul Stretch live. Ihr könnt natürlich auch vorspulen, wenn nicht das zu lange dauert. Ihr seht den Fortschrittsbalken. Das dauert jetzt noch eine Minute.
Wie gesagt, im Hintergrund hört ihr jetzt das Endergebnis, was ihr am Ende des Videos, wenn ihr den Anleitungen folgt, bekommt. Ne? Für sonst kostenlos und live und in Farbe. Wem es so lange dauert, vorspulen. So, am Schluss werde ich mir noch, Steuerungstaste drücken, Rollrad der Maus nach hinten, eine schöne Stelle aussuchen, die jetzt genau 9 Minuten lang sein sollte. Ich sage mal von da beginnend bis da 10 bis, ja, 19 dann halt. Und damit das ungefähr hinkommt mit der Länge dieses Videos. Gut, ich nehme jetzt mal so viel. Dann habe ich ein schönes Intro. Ja, könnte den Bereich mit markieren, beziehungsweise was davor ist mit entfernen, löschen, was davor ist auch entfernen, löschen. Dann gehe ich mal mit Steuerung Rollrad nach vorne rein, weil ich am Anfang viel geschwätzt habe. Effekt mache ich einblenden und am Ende wollt ihr auch nicht ewig warten. Na, jetzt haben wir ziemlich genau 9 Minuten Video, machen wir Effekt. Effekt ausblendet. Ihr könnt natürlich noch weitere Effekte hinzufügen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Play. Datei. Exportieren als Wave. Speichern. Okay. Das hänge ich jetzt mal ans Video an. Das ist das, was ihr die ganze Zeit gehört habt. Und tschüss.